بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد لبقش فيست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Die Frage lautet, habe ich schon einen Bruder bekommen und sagte, Achil Karim, ich fühle mich immer traurig und alles, was ich mache, klappt nicht. Sogar manchmal denke ich an Selbstmord. Wie kannst du mir, Achil Karim, helfen? Und was für Nasiha kannst du mir bitte geben? Bismillah, salatu wassalam, ala Rasulillah. Achil Karim, das Leben ist so. Das Leben ist eine Strafe, wenn man richtig denkt. Adam alayhi salam, als er diese Fehler gemacht hat, wurde zu der Erde geschickt, runtergeschickt. Das heißt, das ist eine Strafe. Und jemand, der denkt, dass er hier auf dieser Erde immer zufrieden ist, die ist nicht normal. Hat sogar keinen Verstand. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ Allah Azza wa Jalla hat uns so erschaffen, dass wir jeden Tag was anderes erleben. Manchmal glücklich, manchmal traurig, manchmal sauer, manchmal so. Das ist der Mensch. Das ist ganz normal. Es gibt Menschen, die denken sogar, dass die elendsten Menschen. Und das ist nicht wahr. Es gibt viele Menschen, die auch nicht normal, es gibt auch also viele Menschen, die auch sowas auch erleben. Jeden Tag kann sein, dass die mehr als was du erlebst. Und jeder denkt so. Jeder denkt so. Jeder denkt, dass er also Prüfungen bekommt, was die anderen nicht bekommen haben. Aber in der Wahrheit ist was anders. Jeder bekommt eigentlich. Jeder wird geprüft. Kann sein, dass du gesund bist, aber du hast kein Geld. Kann sein, dass du Geld hast, aber du hast kein Gesundheit. Oder du hast Geld, du hast Gesundheit, aber du hast kein Kinder. Du bist unfruchtbar. Weißt du, was ich meine? Und kann sein, dass du auch Kinder bekommst. Aber diese Kinder, was du bekommen hast, die sind ungehorsam zu dir. Das ist so. Das ist das Leben. Al-Hayatu ist so. Es gibt nichts, was vollkommen in diesem Hayat. Gibt's nicht. Und jemand, der denkt, dass er oder wird er hier diese Glückseligkeit bekommen, der ist nicht normal. As-Sa'adatu fil Jannah. Subhanallah. Die Glückseligkeit gibt es nur im Paradies. ماذا قال الله عز وجل وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها الله أكبر أما الذين سعدوا wo sind die im Paradies für Ewigkeit was aber diejenigen angeht die glückselig sind so werden sie im Paradiesgarten sein ewig darin zu bleiben Das ist die wahre Glückseligkeit. Nicht in Dunya, sondern im Paradies. ماذا قال الله عز وجل كذلك؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم بشيء مو بشيء بسم أنكست وهونجا Und so weiter und so fort. Aber, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Das ist eine Vorbotschaft für die Leute, die sabirin sind, standhaftig sind. Was werden die bekommen? أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ Allah Azza wa Jalla wird die loben, gibt die auch Rahme. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Aber musst du einfach geduldig bleiben, weil jeder von uns bekommt sowas. قال الله عز وجل كذلك ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين
والصابرين ولنبلو أخباركم. الله أكبر. ولنبلو أخباركم. Das heißt, und wir werden euch ganz gewiss prüfen, bis wir feststellen, welche sich abmühen. Al-Mujahidine minkum, die richtig abmühen, von euch mit welche standhaft sind, und bis wir eure Werke prüfen. Das heißt, إذا أحب الله عز وجل عبدا ابتلاه. Das ist auch sogar ein Maßstab. Wenn Allah عز وجل dich liebt, wird dich auch prüfen. Allahu Akbar. Aber wir haben kein Geduld. Das ist das. Wir haben gar kein Geduld. Denk an Paradies. Denk, dass diese Zufriedenheit werden wir wo bekommen? Nur in Paradies. In Dunya gibt es keine Zufriedenheit. Diese ewige Zufriedenheit gibt es nicht. قال الله عز وجل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الله أكبر. Sagt Allah Azza wa Jal, was nun den Menschen angeht, wenn sein Herr ihn prüft und ihn dabei freigebig behandelt und ihn ein wohnungsvolles Leben verschafft, so sagt er, mein Herr behandelt mich freigebig. Was ihn aber angeht, wenn er ihn prüft und ihm dabei seine Versorgung bemisst, so sagt er, mein Herr setzt mich der Schmach aus. So sind wir. Subhanallah. So hat uns Allah Azza wa Jalla beschrieben, weil wir richtig gar kein Geduld haben. Weil wir auch immer auch negativ denken. Al-Hayat ist so. Al-Hayat ist so. Imanuka fi qalbika. Imanuka fi qalbika. Wenn du nicht innerlich zufrieden bist, du wirst nie zufrieden sein. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر. Deshalb, lieber Bruder, meine Nasiha an mich allererste und an alle Geschwister, wir müssen standhaft sein und bleiben. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.